Herzlich willkommen Leute zu diesem weiteren Part Pokémon Schwert. Wir befinden uns jetzt hier weiterhin im Score-Stadion und sind jetzt in der zweiten Runde, wie hier steht, des Finalturniers. Wir werden jetzt gegen wen nochmal kämpfen? Ah, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Im letzten Part aber stand da schon am Ende dann, wie die letzten Kämpfe von den anderen ausgegangen sind. Dadurch könnte man auch eigentlich schon sehen, gegen wen wir jetzt kämpfen. Habe ich nur leider vergessen. Huch. Wir starten nun in die zweite Runde des Finalturniers. Welcher der vier verbleibenden Trainer wird am Ende dem Champ gegenüberstehen? Weiter geht es mit dem ersten Kampf der zweiten Runde des Finalturniers. In der ersten Runde konnte Felix sich in einem unerwarteten Kampf gegen Bettis durchsetzen und hat selbst Arena-Leiterin Kate bezwungen. Wird er seine Siegesserie fortsetzen? Nicht, wenn es nach Saida, dem Wunderkind des Galar-Karate geht. Einen Riesenapplaus, bitte. Boah, ich bin gerade so lost. Es ist zwar 12 Uhr, es ist wieder ein bisschen zu früh für mich aufzunehmen. Fuck. Eins steht fest, dieses Mal werden meine Attacken wie die Faust aufs Auge passen. Mein Team wird bei dir ordentlich... Mein Team wird bei dir ordentlich für Herzrasen sorgen. Bist du bereit? Dann komm und kämpfe. Ja, komm du. Hä? Was willst du tun? Jeder weiß, bin ich Profi in Pokémon. Genau. Okay. Machen wir allerdings keine großartigen Sorgen. Wie gesagt, viel ist das jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Kampf hier, dann noch der Kampf gegen der Trainer, der bei... Ich glaube, es mussten Ness und Roy noch gegeneinander kämpfen. Die haben sich jeweils bei sich durchgesetzt. Und ja, mal schauen, wer von den beiden... gewonnen hat. Den müssen wir dann auch bestehen. Aber jetzt sieht es gerade schon ein bisschen... juckt. Junge. Ganz schwierig, Digga. Habe ich irgendwas? Ja, ich habe irgendwas nicht bedacht. Oh, Junge. Wieso stelle ich mich wieder so behindert an, Alter? Ich hasse es. Wobei ich halt nicht... mir denke, dass das Team großartig umgestellt... Es kann eigentlich nicht umgestellt werden. Wir haben keine anderen Pokémon groß, die man noch benutzen kann, weil die alle teilweise vom Level einfach nur noch Schmutz sind. Es reicht langsam, Bro. Was? Okay, okay, okay. Stopp. Was zur Hölle? Okay, okay, ganz ruhig bleiben. Ja. Das Ding ist, er kommt auch immer zum Erstschlag. Was? Oh ja, weg mit dir, du kleine Bin. Raus. Probieren wir es mal mit Gefriertrockner. Gut, wenigstens mal Erstschlag.
Ja, gut. Ist halt nicht eingefroren worden. Da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung. Jetzt läuft es gerade wieder ganz schwierig. Alter, fuck. Die haben einfach schon unsere stärksten Pokémon rausgehauen. Alter, aber wenigstens der Eissturm noch. Wenigstens haben wir den noch. Nur leider haben wir nur noch Kramor und das andere Vieh. Dieses andere Vieh. Hier, Costoso. Shiny Costurzo. Süß. So. Aber ich habe schon gesehen, Flugattacken. Wir sollen den. Ja. Sollen wir jedenfalls bei Ledigios schon mal eine ganz gute Sache sein? Verreckt doch komplett. Ja, es macht halt nicht genug. Ja, okay, wir haben es verstanden. Was war das? Das hat mich immer verwirrt, diese Attacke. Die erhöht nur, oder? Der greift damit nicht an, oder? Perfekt. Okay. Okay. Aber die hat jetzt noch genug Pokémon, Alter. Oh. Scheiße. Wir brauchen gleich Phenontor wieder, weil das ist ein Wasser-Pokémon auch, also Wasserkampf. Heißt, da könnte das schon ganz praktisch sein. Wenn nicht sogar strong, strong, Alter. Kaoktu war nämlich das Pokémon, wo wir immer richtig Stress hatten mit. Die meisten Kämpfe habe ich rausgeschnitten aus den Videos, glaube ich, weil das einfach zu lange gedauert hat. Teilweise auch nichts gebracht hat. Ich habe es mal versucht zu fangen, glaube ich, unmöglich. Gefühlt. Komm, wir bleiben drin. Wir bleiben drin, Alter. Oh, Junge. Oh, boah, ich will auch ein Lauchzulot, Alter. Weiß gar nicht warum. Ich will es einfach. Gut. Momentan kommen wir immer zum Erstschlag. Das ist sau wichtig. Ja, so. Oh, easy, Alter. Und ich check das erst so spät, dass ich so viele Pokémon. Kramor habe ich die ganze. Habe ich in den letzten Parts grundsätzlich sehr vernachlässigt, weil ich dachte, ja, so geil ist es gar nicht mehr momentan. Aber doch, Digga. Es ballert durch. Es ballert durch. Ja, gut. Du machst deinen Scheiß. Dynamax? Okay. Wir auch. So, wie sitzt sie jetzt zu 99%? Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Macho meine. Ja, sie hat nur noch ein Pokémon. Wird sie auf jeden Fall machen. Sie hat halt auch nur noch eine. Ey, was glaube ich? Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass Machomai eine Giga-Dynamax-Form hat. Na, beim letzten Pokémon. Ich glaube, die haben sogar immer eine Giga-Dynamax. Ein Giga-Dynamax-Pokémon haben die immer drin, kann das sein? Es kommt mir jedenfalls so vor. So, jetzt müssen wir aber gleich nach der ersten Attacke von uns ganz dringend heilen, glaube ich. Menno, dann schlagen wir eben alles kaputt. Ja, halt's Maul. Bin gerade so nervös. Gut, wenn wir es schaffen, ist ja kein Problem. Es sieht momentan okay aus. So, also, solange das. Oh, es sieht allerdings echt geil aus, eigentlich. Solange das Teil. Es hat halt jetzt volle KP. Wir haben nur ganz, ganz wenig. Solange, das jetzt keine ultra wilden Attacken hat. Oh, damn, boy. Gut, jetzt greift das halt. Ich glaube, das war's mit Kramer, oder? Ja. Wieder Brand. Ah. Fuck. Ah, wir haben nur noch Kostur so, ne? Das hat keine effektiven Attacken, glaube ich. Gut, Erstschlag reicht ja. Dann sollten wir es schaffen, genau wie im letzten Part. Da haben wir auch ja normalen Pokémon es noch geschafft. Okay, was ist wirklich immens stark? Komm, Kraftkoloss, einfach drauf! Ja! Easy! Ich habe nie gezweifelt, ich habe nie gezweifelt. Ich bin's, Tim. Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Unfassbar, wie stark du bist. Um einer hätte ich barfuß, wie ich bin, die Flucht ergriffen. Ja. Wäre besser gewesen. Und Felix macht den Sack zu. Seider ist besiegt. Danke für diesen Kampf. Ja. Stimme kurz ändern. Stopp.
Dass ich verloren habe, ärgert mich natürlich, aber ich fühle mich auch seltsam erfrischt. Ich kann es nicht leugnen, gegen dich zu kämpfen macht einfach Spaß. So gesehen war das für mich der perfekte Kampf. Du wirst auf deinem Weg noch unzählige Kämpfe bestreiten, möge sie dein Herz weiter strahlen. Was? Stand da? Stellen? Wir verabschieden uns erneut für eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran! So. Die Ergebnisse sind... Roymond... Ah, so, okay. Gegen Roy müssen wir also kämpfen dann. Das kann ja was werden. Hey, nicht schubsen, Mary! Oh, Felix, tut mir leid. Nach meiner Schleppe wollte ich unbedingt das Nest dich als... Achso, es hat... Man kann nie wissen, wer das sagt. Mann, es regt mich so auf. Aber was macht mein großer Bruder? Er fliegt sofort im Kampf gegen Roy raus. Ja, lol. Echt toll gemacht, Ness. Jetzt denken bestimmt alle, dass unsere Familie nichts auf dem Kasten hat. Ach was, jeder weiß doch, wie stark Roy ist. Und dafür, dass ich komplett auf Dynamax verzichtet habe, konnte ich echt gut mit ihm mithalten. Das haben die Zuschauer schon geschnallt, da bin ich mir ganz sicher. Das ist mir schon klar, ich habe genau gesehen, was für einen tollen Kampf du hingelegt hast. Aber genau deshalb wollte ich auch unbedingt, dass du gewinnst. Ich bitte dich, Felix, schnapp dir den Titel. Ich feuer dich auch an. Sorry, dass wir dir gerade mit unserem eigenen Drama ein Kotelett ans Ohr gelabert haben. Das ist sicher das Letzte, was du vor dem entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Roy wartet schon auf dem Platz auf dich. Zeig ihm, was eine Hake ist. Okay. Wir sind auch wieder hochgeheilt. Automatisch, ne? Ja, ja, okay. Roy. Eis-Pokémon sind, bei ihm weiß ich noch, eine große Hilfe gewesen. Wieso gehe ich auf Beutel? Bin ich lost? Durchaus. So. Deswegen packe ich jetzt direkt für Nonto nach vorne. Wir knallen die einfach weg. Wir knallen da einfach durch. Einfach bam, 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 bam. Monte gefällt das. Real Talk, ich glaube, das könnte ein, inzwischen einfacher Kampf sein. So, früher war das echt schwierig. Aber irgendwann bin ich dann auch mit klargekommen, glaube ich. Da habe ich, glaube ich, ein Pokémon ausgetauscht und ging es auf einmal total gut. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Der letzte Kampf des Finalturniers beginnt. Wer wird sich das Recht erstreiten, den unschlagbaren Dillion herauszufordern? Das Ding ist, ich glaube, das letzte Mal war es ja so bei Roy. Der hatte ja Doppelkämpfe nur und dadurch war es halt schwierig für mich. Wird es Felix sein, der glänzende neue Stern am Trainerhimmel? Oder wird es der ewige Rivale des Champs sein, Roy, der Drachensturm? Jetzt hast du es also bis hierher geschafft. Du bist echt eine Nummer für sich. Dillion hat die richtige Entscheidung getroffen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als müsste ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen Dillion antreten will. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass ich mein ganzes Team auf Einzelkämpfe ausgerichtet habe. Du denkst nun sicher, für wen hält sich der Typ? Er hat doch das letzte Mal schon verloren. Aber glaub mir, in diesem Kampf wirst du einen völlig anderen Roy kennenlernen. Boah, das ist natürlich jetzt nicht so gut zu hören. Wenn er sich auch darauf spezialisiert hat, jetzt Einzelkämpfe nur zu führen. Arena-Leiter, Roy fordert dich raus. Okay. Quirtle. Oh, es ist... Ah, es ist das Feuer. Weg damit. Fuck, fuck, fuck. Oh Gott, nein. Das wird schwierig. Das habe ich aber toll gemacht. Wir haben kein einziges Pokémon oder Wasserattacke, ne? Ach, herrje. Oh je. Oh je. Okay, das war jetzt ein echter Reinfall. Geil! Drauf da! Ja! Alles noch in Butter, Jungs. Alles noch in Butter. Alles klappt. Tortunator. Feuer-Pokémon auch. Und Drache.
Wenn man halt kein Wasser-Pokémon. Oh! Ich hab überlegt, ob ich irgendein Wasser-Pokémon reinpacken soll ins Team. Aber wir haben halt auch nur Gyarados und, was war denn das andere nochmal? Nein, jetzt hab ich den Namen vergessen. Ach. Mies. Das hatte damals ja schon benutzt. Nein! Auch die Panzerfalle. Okay, das macht dann wieder schon gut Schaden. Ah, nein. Ich habe extra eine schwächere Attacke genommen, weil ich nicht die... Oh, scheiße. Juckt. Wir kommen zum Erstschlag. Er ist tot. Da kann er mit seiner Panzerfalle mal schön weggehen. Besser ist das. Gut, die Frage ist halt, sollen wir eben heilen? Viscogon. Wir lassen Costoso noch so lange drin, wie es geht. Wobei, das ist ein Feen-Pokémon, oder? Absolut keine Ahnung. Okay. Sollte effektiv gewesen sein, ne? Es regnet, so ein kalter Regen geht mir... Ja. Okay. L-Stand oder S. Oh mein Gott, das hittet hart. Nein! Wozu haben wir den Ranz denn auch? Jetzt müssen wir jetzt also... Okay, weg. Ja, okay. Es hält es aus. Sollen wir auf Dynamax gehen? Ich weiß es nicht. Das könnte es gewesen sein. Warum? Könnte klappen. Also eigentlich wäre es schon relativ einfach. Ich habe halt einfach das Pokémon geändert. Lol. Holzhammer, komm. Einfach rauf. Ah, geh weg. Boah, ich dachte... Kriegst du ja echt Anfälle. Wieso? Als ob wir das viel dauerhaft verfehlen. Ja, endlich. Ja. Gut, zwei Pokémon hat er, glaube ich, noch, ne? Die Beldra. Oh, das Mistvieh. Ihr wisst ja, ich habe einen puren Hass gegen das Teil.
kann mir aus den Augen gehen, Alter. Aber ein paar Eisattacken sollten da regeln. Ja, geh weg. Nein. Zwei Pokémon hat der Lelek noch. Das ist nicht gut. Stay strong, Bro. Ja. Ja gut, ist jetzt nicht schlimm. Ist ja nur eins. Da haben wir ja zum Glück in diesem Kampf hier noch genug. Die Frage ist halt, was er jetzt nimmt. Stand das da gerade schon? Ich glaube nicht, ne? Gut. Jetzt gehen wir mit 4 Nontor drauf. Dynamax. Vor allem auch. Das Vieh hatten wir ja schon mal vor uns. Auch im Dynamax. Okay. Ja. Hat der erstmal ein Selfie gemacht? Oh nein. Komm. Rauf da. Okay. Den kriegen wir dran. Das hat gut Schaden gemacht, ja, aber kein Problem, kein Problem. Er verreckt eh so da dran, Alter. Lol. Easy going, Jungs. Easy going. Es ist bitter, kurz vor dem Finale zu verlieren, aber ein Selfie lindert den Schmerz. Er hat tatsächlich ein Selfie gemacht, ja moin, Alter. Felix hat den Sieg errungen. Wer auch sonst. Ich fass es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und ich gemacht haben. Und dann kommst du mit einem Team an, das noch 1000-mal besser ist. Unglaublich, wie viel du in so kurzer Zeit dazugelernt hast. Ich gehöre noch längst nicht zum alten Eisen, aber es ist immer wieder erschreckend, was selbst ein kleiner Altersunterschied ausmachen kann. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Lass jetzt nicht locker und zeig's dir, Leon. Die goldene Nummer 1, Felix, hat einen unfassbaren Sieg eingefahren. Sie wissen, was das bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer, dem Deleon selbst eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben hat, wird nun beim Champ-Match gegen ihn antreten. Ach, wirklich, das ist das Ergebnis? Hätte ich jetzt nicht. Ach, herrje. Hey, gleich ist es soweit, was? Ich werde der lauteste Fan im Stadion sein. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, wen von euch beiden ich anfeuern soll. Mein großen Bruder oder meinen Rivalen? Das ist echt keine leichte Entscheidung. Gott, rum! Du meinst, ich soll Felix anfeuern? Ja, dazu habe ich auch tendiert. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt, seit wir Föllungheim verlassen haben. Eigentlich gibt es da gar nichts zu überlegen. Mach das Unmögliche möglich und schlag den unschlagbaren Champ. Du musst gewinnen. Gott rum.
Gut, Leute. Das machen wir dann im nächsten Part von Pokémon Schwert und Schild. Lasst doch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Es wird interessant. Könnt natürlich dann direkt mal abonnieren drücken, also Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren, um das Video dann nicht zu verpassen. Ja, wird spannend, weil einfach wird das ganz sicher nicht. Gut, ich verabschiede mich mit diesen Worten. Und Leute, bis zum nächsten Part Pokémon Schwert und Schild. Danke fürs Ansehen und ciao.